Hallo Freunde und willkommen heute mit einem kleinen Tipp. Und zwar will ich euch eine Möglichkeit zeigen, wie wir uns PDF-Dateien vorlesen lassen können. Mit einem kostenlosen Programm hier, Foxit Reader nennt sich das. Das können wir uns hier aus dem Internet kostenlos, wie gesagt, herunterladen. Das ist jetzt hier die offizielle Webseite hier, foxitsoftware.com. Und hier genau in den Download-Bereich hier einfach auf kostenlose Software klicken und schon können wir uns das herunterladen. Ich habe das jetzt schon gemacht und installiert, um Zeit zu sparen. Die Installation ist ja die ganz normale Windows-Installationsroutine halt. Es geht sehr schnell. Sieht dann eben so aus, wenn es fertig ist, wenn wir das starten. Ich hatte jetzt hier schon die PDF-Datei gestartet, sieht dann eben so aus. Hier haben wir, beziehungsweise ja, wir können jetzt hier die Datei starten, die PDF-Datei hier. Und hier oben haben wir unter Ansicht die Möglichkeit hier Read, ja. Jetzt ist schon aktiviert beim ersten Mal. Standardmäßig müssen wir, ist deaktiviert, müssen wir hier aktivieren. Und schon können wir hier uns beispielsweise die erste Seite hier vorlesen lassen. Der süße Brei. Ein Märchen der Gebrüder Grimm, Hört sich gestaltet dann von Heike Weinbrecht. ebenso Es an. war einmal ein armes, frommes Mädchen, das Genau. lebte mit seiner Mutter allein, und sie hatten nichts Ich mehr zu essen. stoppe das jetzt Da einfach ging das mal. Kind hinaus in den Wald und Zack. begegnete Und ihm da. was vielleicht noch interessant ist hier, wir haben hier die Möglichkeit unter Datei, irgendwo hier Programmeinstellungen, genau, können wir auch Sprachen, die Sprache ändern. Es gibt viele, viele Sprachen hier. Also hier auf der rechten Seite einfach unter Sprachen. Hier haben wir einmal die Use System. Okay, das ist jetzt die Systemsprache. Und hier, wenn wir jetzt irgendwo Deutsch und offizielle Sprache, so genau. Also wir können jetzt hier die anderen Sprachen von den Gemeinschaften hier aktivieren. Da sind jetzt alles offizielle Sprachen. Und wenn wir das Häkchen hier setzen, haben wir die Möglichkeit hier von Community übersetzt halt auswählen. Hier können wir nochmal die Lautstärke und das Speech hier lauter, leiser, je nachdem. Und viel mehr. Das ist aber, das lassen wir jetzt. Also man kann auch die Dateien hier, die PDF-Dateien auch bearbeiten. Ich wollte euch aber noch hier diese, ja, Vorlesefunktion zeigen. Genau, wir müssen dann hier noch eine Kleinigkeit herunterladen. Ich habe jetzt beschlossen, okay, wegen den Sprachen jetzt hier, wir starten das jetzt später. Genau, das war es auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like und ein Abo freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal.